Okay, dann starten wir los. Schönen guten Morgen. Willkommen zum Open Source Home Recording Studio. Vielleicht kurz zu mir, bevor wir dann in das Detail gehen. Wer bin ich? Wieso glaube ich, etwas über Home Recording erzählen zu können? Ich komme eigentlich aus der IT, Consultant für IT Security. Bin aber seit vielen Jahren Open Source Fan, bin sowas wie ein Lagerfeuer-Gitarrist, wobei ich noch nie vor echtem Lagerfeuer gespielt habe. Aber die Idee ist ungefähr der gleiche, also Hobbymusiker und ja, mittlerweile mit kleinem Recording Studio zu Hause, mein eigener Recording- und Mixing-Engineer. Und ja, nachdem ich das gesehen habe auf der Linux-Tage-Homepage, dass dieses Thema interessant wäre, habe ich gedacht, das ist sehr gut, da biete ich mich an und hoffe, dass ich euch was Interessantes darüber erzählen kann, mit Open Source Software Musik zu machen. Was ist wahrscheinlich das Wichtigste im Recording, im Home Recording, und was es sehr gut trifft, ist diese Aussage, nicht einfach nur auf den Record-Button zu drücken. Das führt meist zu Ergebnissen, so wie wir sie nicht wollen, nämlich schlechter Tonqualität. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist es meistens so, wenn ich mir ein YouTube-Video anschaue und der Sound ist schlecht, habe ich sehr schnell wieder weggeklickt, und ich möchte euch heute ein bisschen zeigen, wie man genau sowas vermeidet, also dass man einen guten Ton hat für eigene Produktion im Sinne von Songs, Screencasts, also nicht Let's Plays und so weiter, also irgendwas, was halt mit Audio in weiterer Folge zu tun hat und für eine größere, für ein größeres Auditorium zur Verfügung gestellt werden soll. Worum geht es heute nicht? Man überlegt, ich möchte nicht über Aufnahmetechniken sprechen. Es gibt sehr, sehr viele Videos, Blogs und so weiter im Internet, die sich damit behandeln. Genauso über Mixing-Techniken. Wir werden am Schluss dann ein paar Ressourcen noch sehen, wo man sowas nachlesen kann. Nicht über Hardware. Auch hier könnte man wahrscheinlich 2-3 Stunden darüber sprechen und wie man Software installiert. Also, da gibt es ein paar Links am Ende dazu, wo ich mittlerweile festgestellt habe, dass das, wo es einfach sehr, sehr gute Quellen dazu gibt. Worüber möchte ich dann heute sprechen? Doch ein bisschen über Hardware, weil Audio ist in weiterer Folge immer noch was sehr Analoges, und ich brauche ein bisschen Hardware, um dieses Analoge in den PC zu bekommen, beziehungsweise aus dem PC auch wieder heraus und rein ins Ohr. Wie hängen die verschiedenen Komponenten zusammen? Man hat es in der Beschreibung gesehen, da gibt es den Echtzeit-Audio, den Jack, dann gibt es DAWs, Plugins und so weiter, und ich möchte ein bisschen herzeigen, wie diese Dinge miteinander verbunden sind. Kleiner Überblick über freie Plugins. Jede DAW bietet eigene Plugins an. Es gibt dann einige, die man erweitern kann, und da möchte ich einen kurzen Überblick geben. Dann werden wir uns noch live anschauen einen Screencast von mir, den ich auf meiner FH oder für meine FH gemacht habe. Also ich mache da so Lehrvideos für meine Studenten, wo Übungen aus dem Bereich Netzwerktechnik noch einmal erklärt werden, und da gibt es, wie gesagt, eine kleine Demo dazu. Aber starten wir mal mit den Voraussetzungen. Was benötigt es überhaupt, um eine Audioaufnahme zu machen und in weiterer Folge dann abzumischen? Wir brauchen, wie gesagt, ein kleines bisschen Hardware, ohne dem kommen wir aus dem analogen Sound nicht heraus. Das heißt, das allererste, um das es geht, ist natürlich eine Audioquelle, in welcher Form auch immer. Sprache, Gesang, Musik, analoge Gitarre, E-Gitarre, Synthesizer und. Irgendwas, was uns also als Schallquelle dienen kann. Als nächstes etwas, mit dem ich diesen Schall aufnehmen kann. Im Regelfall das Mikrofon, um Sprache aufzunehmen, um akustische Musik aufzunehmen. Etwas, mit dem ich diesen Schall in den PC bringen kann, um es in weiterer Folge zu bearbeiten. Also ein Audio-Interface im Regelfall mit ein bis vielen Eingängen. Ich selbst habe 2 Interfaces mit 2 Audio-Eingängen. Das ist für meine Zwecke absolut ausreichend. Das reicht für Gitarre und Gesang absolut aus. Und was brauchen wir noch? Irgendwas, damit wir das Aufgenommene auch wieder anhören können. Das heißt, entweder Monitor-Speaker oder klassische Studio-Kopfhörer, damit wir eben abmischen können, damit wir Probleme raushören können, die beseitigen können. Also irgendwas, was auch noch als Audio-Ausgabe dienen kann.
Das sind im Wesentlichen die vier Komponenten, die man braucht an Hardware im Home Recording Studio. Man kann es natürlich noch erweitern um diverse I/O-Controller, motorisierte Fader sind irrsinnig cool zum Bearbeiten, ist natürlich nicht zwingend notwendig, um eigene Mixes zu machen. Was brauche ich an Software? Zentrales System ist immer der Check, das ist das Echtzeit-Audio, der dafür notwendig ist, um mir die ganze Hardware mit der Software zu verbinden. Werden wir uns kleiner anschauen, wie das ausschaut, wie man das mit konfigurieren kann. Wir werden in einigen Fällen MIDI-Software mit dabei haben. Check hat es grundsätzlich inkludiert für die Eingabe oder für die Steuerung. Wer es vielleicht kennt, MIDI-Controller, um Drums abzuspielen, beziehungsweise in Form einer Klaviertastatur, um dann Synthesizer-Sounds zu machen, Pads, Strings, was auch immer man dahinter einstellen kann, wo einfach nur über diesen Controller, über MIDI in die Software eingegeben wird, welche Note gespielt wird und der Synthesizer dahinter dann den entsprechenden Ton des jeweiligen Instruments ergibt. Dann bedarf es einer Digital Audio Workstation, die DAW, die mir das Bearbeiten ermöglicht. Teilweise einfach nur vielleicht ein bisschen die Sprache verschieben, wenn er sagt, zu lange Pause, zu kurze Pause, Stillen rausschneiden, Rauschen bearbeiten, seltsamen Raumhall vielleicht ein bisschen editieren, das passiert alles in der DAW. Und in der DAW werden dann Plugins verwendet für diverse Verbesserungsmaßnahmen beziehungsweise für Effekte, Hall, Delay und so weiter. Wer das nicht selbst installieren möchte, dem kann ich einer der beiden Distributionen empfehlen, AV Linux oder das Ubuntu Studio. In beiden Fällen ist die Software komplett vorbereitet, sowohl für Audio als auch für Video. Sehr viele Plugins installiert, teilweise mit Echtzeit-Kernel, Audio sogar mit drinnen. Ich selbst verwende Ardour und Jack unter Arch Linux. Und das war relativ simpel zu installieren. Also die beiden Softwarepakete drauf, aber Plugins noch installiert, fertig. Also es ist nicht zwingend notwendig, eine dieser spezialisierten Distributionen zu verwenden. Wenn man es aber mal schnell ausprobieren möchte, kann ich genau diese beiden empfehlen. USB-Stick hochbooten und Spaß haben mit dem System. Kommen wir ein bisschen zur Software im Detail. Also welche Komponenten gibt es, wie schauen die aus? Und wie gesagt, Check ist die zentrale Einheit. Das ist das Echtzeit-Audio. Man kann also mit dem normalen, also OSS, Pulse-Audio und so weiter, nicht ausreichend gut und vor allem schnell arbeiten. Da geht es dann um Latenzzeiten. Und Check ermöglicht einfach ein sehr schnelles Kommunizieren mit der Hardware fürs Recording, fürs Ausgeben. Und ist eigentlich der Weg, den wir verwenden wollen und müssen, wenn wir ins Audio-Mixing herangehen. Es ist, wie gesagt, die zentrale Einheit, die in weiterer Folge die Software, also alles, was wir mit DAW verwenden, vielleicht auch mit virtuellen Drumkits und so weiter, der uns diese Dinge miteinander verbindet und in weiterer Folge dann auf die Hardware ausgibt. Ich hoffe, wo ist die Maus? Man sieht es hier in diesem Verbindungsfeld. Wir haben Eingänge, die auf Ausgänge geschaltet sind. Man hat den MIDI-Reiter, gibt es da oben noch, wo eben dann weitere MIDI-Geräte, sofern sie verbunden sind, auch mit angeschlossen sind und über Check mit der weiteren Software dann kommunizieren und Signale austauschen. Jetzt ist die Übersicht relativ simpel. Es gibt auch das erweiterte mit dem zusätzlichen Softwarepaket Patchedge. Hier sieht man schon relativ gut, wenn die Software Ardour läuft, den wir uns gleich noch anschauen werden, mit sehr vielen Ein- und Ausgängen, wie die miteinander verbunden sind. Und man sieht, wir haben das Capture aus dem System heraus, also unsere Eingänge des Audio-Interfaces, die auf die Ardour-Software geschalten sind, auf Eingänge und in weiterer Folge, es ist noch leider zum Screenshot nicht drauf, da geht es nach unten und hier nach oben, wieder auf das Playback, also auf die Ausgänge, um es dann auf der Hardware rauszuspielen. Man sieht rechts oben auch noch MIDI-Geräte, Faderport, das ist so ein motorisierter Fader, den ich im Ardour verwende, um ein bisschen das Gefühl der Hardware und des Reglerschirms zu haben, also in der Bedienung ein etwas anderes Gefühl ist, als mit der Maus einen
Regler zu betätigen. Was ich an Jack besonders cool finde, und mir hat mein Bekannter gesagt, unter Windows ist es nur möglich, ein Audio-Interface zu verwenden. Das heißt, wenn ich ein Audio-Interface habe mit zwei Eingängen, war es das. Hätte ich gern vier, muss ich mir ein Audio-Interface kaufen, das vier unterstützt. Vielleicht hat das nicht, ich habe es selber nie verifiziert, ob es tatsächlich so ist. Unter Linux und genauer gesagt unter Jack gibt es auf jeden Fall eine sehr coole Möglichkeit. Ich kann mehrere Audio-Interfaces gleichzeitig nutzen und die als separate Eingänge in mein ganzes Audio-Konglomerat verschalten. Also ich habe zwei Audio-Interfaces daheim, jeweils mit zwei Eingängen und kann damit auf vier relativ leicht erweitern, wenn ich mir sage, okay, mir reicht Gesang und Gitarre nicht mehr aus. Ich hätte auch noch gern ein Klavier in Stereo aufgenommen, wäre das hier möglich. Wenn man vielleicht noch rein rechnerisch die beiden internen Kanäle mitnehmen, die ein Notebook verbaut hat, wissentlich, dass das Mikrofon eher schlecht ist, kommt man theoretisch auf 3x2, also sprich 6 Spuren oder Kanäle, die man gleichzeitig aufnehmen kann. Und wir sehen, wo ist die Maus? Also in fügt mir also einen weiteren Eingang hinzu, also out einen weiteren Ausgang und ich kann ihn dann noch belieben verschalten. Ich habe es hier als Demo einfach ein paar Ausgänge direkt geschalten, ohne Software dazwischen. Und das ist ein Feature, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, wenn man wirklich einmal erweitern will und man sagt, man hat eben selber nur zwei Eingänge, kann man die vielleicht von einem Freund ausbauen, ein zweites Interface und dann tatsächlich vier Spuren gleichzeitig verwenden. Man sollte noch ein bisschen aufpassen, wie das dann mit der Latenz sich auswirkt, weil die beiden Audio-Interfaces drauf verschiedene Hardware sind und nicht unbedingt gleichzeitig das Signal in der Software dann ankommt. Ich habe das einmal ausprobiert, Gitarre in Stereo aufgenommen mit zwei Mikrofonen, einmal das eine Interface, einmal das andere und es war ein kleines bisschen anders, als wenn man beide Eingänge auf dem gleichen Audio-Interface betreibt. Also das vielleicht nur im Hinterkopf behalten. Möglich ist es und ich finde die Variante, das zu tun, sehr, sehr cool. Also Jack, die zentrale Einheit, um Software und Hardware zu verbinden. Was ist jetzt eine Digital Audio Workstation, DAW genannt? Das ist das, was man wahrscheinlich am ehesten als Mixer kennt. Wie man es hier sieht, mit den Reglern, die man drehen und schieben kann, wo meine ganzen Audiodaten aufgenommen sind, in Spuren abgelegt. Was ADO macht, wenn man es öffnet, ist, es verbindet sich mit Jack und kann dann damit auf Ein- und Ausgänge zugreifen, beziehungsweise eben lesen und beschreiben. Ja, was mache ich noch in ADO, oder was mache ich überhaupt in ADO? Klassische Aufnahme, das ist wirklich dann die Software, wo ich auf das Rekordknopferl drücke. Nach der Aufnahme oder nach den mehreren Spuren, die ich aufgenommen habe, werden diese gemixt, verbessert und kann es dann in weiterer Folge natürlich exportieren, um es in Videos zu verpacken, mit zu verschachteln, auf diverse Plattformen hochzuladen. Ja, oder was auch immer man halt mit exportierten Dateien zu tun kann. Ja, also aus meiner Sicht ist ADO das Hauptwerkzeug, das wir verwenden im Audio-Mixing und in der Audio-Bearbeitung. Einige von euch kennen vielleicht Audacity, kann ähnliche Dinge. Die ADO-DAW ist eine vollständige DAW mit wesentlich mehr Funktionen und einem anderen Bedienkonzept. Und am Anfang ist es ein bisschen schwierig, sich da reinzufinden. Aber ja. Es gibt ein Manual, es gibt sehr, sehr viele Videos dazu und das Schöne ist, es gibt tausende Videos von anderen DAWs und die Funktion ist im Grunde genommen immer die gleiche. Also da gibt es auch genug Informationen, um hier relativ schnell entsprechende Infos zu bekommen, wie man hier damit arbeiten kann. Wozu dienen jetzt Plugins? Das ist eine Erweiterung der DAW, die ich direkt auf Spuren reinlade. Als Begrifflichkeiten Equalizer, um ein bisschen den Frequenzgang anzupassen, Kompressor, Limiter, Dynamik und Lautstärke zu regeln, diverse Effekte, Hall typischerweise oder auch Delays und natürlich diverse analytische Tools, Stereo, Breite, diverses Limiter und so weiter.
gibt es im Regelfall, also zumindest von Arduino unterstützt, unter drei Varianten. LADSPA, das ist nichts, was ein eigenes GUI hat. Wenn wir gleich sehen, das sind sehr einfache Regler mit Beschreibungen dazu oder Balken eigentlich, die ich verschiebe. LV2 bringen ein eigenes GUI mit. Das ist das, was ich zu, ich glaube, 90% nutze. Und es gibt auch den Steinberg VST-Standard, der teilweise unter Linux verwendet wird. Ich habe aber, glaube ich, kein einziges Plugin, was darauf basiert. Schauen wir uns mal an, LADSPA, ein sehr einfaches Interface, wird in dem Fall von Ardour dargestellt. Wir sehen Beschreibungen von Werten und dann Balken, wo ich diesen Wert halt nach oben oder nach unten korrigieren kann, um meinen Effekt anzupassen. Voll funktional, gibt nichts daran auszusetzen. Sag ich mal, das GUI ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie schaut es hier aus? EQ10Q, von mir sehr, sehr gerne benutzt für Equalizer und Kompressor. Wir sehen, da gibt es diese IQ-Kurven, ja, wo hier Frequenzen, die störend sind, einfach runtergeregelt werden, um zum Beispiel so ein bisschen Raumklang rauszunehmen, Boxiness, wie man so sagt. Links unten gibt es dann den Kompressor, um ein bisschen Dynamik rauszunehmen, also einen gleicheren Pegel. Und auch das dritte davor mit der einzelnen Position ist halt der EQ1Q, aber ist einfach ein Equalizer für die Bearbeitung. KAV-Plugins sind aus meiner Sicht die bekanntesten, das sind die mir am öftersten untergekommen sind, haben ein eigenes GUI, sehr cool, also erinnert eigentlich wirklich an 19 Zoll Rack-Mount-Boxen mit Drehreglern, aber die Funktion im Endeffekt ist die gleiche wie bei allen anderen. Es gibt auch hier EQs, Kompressoren, Limiter und so weiter. Was die haben, sehr speziell, vielleicht links ein Multiband-Kompressor, diverse Effekte, so wie da oben. Einen Hall, ein Delay, das sind die Dinge, wo ich sehr gerne auf KAV zurückgreife. X42-Plugins sind mehr für die Analyse gedacht, also wir haben Meta, wir haben Stereo-Bandbreite hier, also wenn man sich ein bisschen genauer damit beschäftigen will, wie verhält sich mein Audio, kann man diese Plugins relativ gut heranziehen. Und zuletzt haben wir noch angeschaut, die ZEM-Plugins vor kurzem, haben auch ein paar nette Effekte mit dabei, bieten ebenfalls Kompressor, Limiter, Equalizer, Saturation da mit dabei. So, das sind die vier, beziehungsweise die drei spezialisierten, wo ich sagen kann, die funktionieren sehr, sehr gut, sind an der Bedienung sehr, sehr angenehm. Ja, dann schauen wir uns das mal an, wie das so tatsächlich ist. Über Audio zu reden, ist schön, was zu hören, finde ich, ist ein bisschen cooler. So, ich hoffe, man sieht gleich wieder was. Wunderbar. So, ganz wichtig, Jack als zentrale Einheit, wie ist es zu konfigurieren? Relativ simpel, man startet, geht auf Einstellungen, unter Advanced, unter diesen beiden Punkten, Ausgabe, Eingabe, ist die Hardware auszuwählen, was man hat. In dem Fall ist es bei mir jetzt das interne Audio, wenn man externes Audio-Interface hat, eben hier das externe USB-Device. Das war es auf dem Reiter schon und dann gibt es nur noch diese beiden Punkte, die man sich überlegen muss, Abtastrate und Periode. Abtastrate normalerweise 48 kHz für Video, 44,1 für Audio. Für mehr habe ich noch nicht verwendet, muss ich sagen. Und bei den Frames bzw. Periode habe ich festgestellt, 256 funktioniert auf meinem sehr, sehr gut. Da unten sieht man die Latenz, 10 Millisekunden. Wenn ich drunter gehe, habe ich meistens leichte Aussetzer, das schaufelt mir Hardware nicht mehr. Also das muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Aber das war es eigentlich an Konfiguration von Jack. Also Hardware auswählen, Abtastrate, Frames einstellen, erledigt. Und Jack starten. So, als nächstes habe ich da einen Screencast, also einen Teil eines Screencasts von mir vorbereitet, den ich auf der FH verwende. Und da möchte ich kurz erklären, was sieht man jetzt in Ardour.
was einmal ins Gesicht oder ins Auge sticht, diese beiden Dinge, also wir haben hier zwei Tracks oder Spuren, wo Audio aufgenommen worden ist, das ich schon ein bisschen bearbeitet habe. Was haben wir rundherum noch, was wichtig ist, da oben die Steuereinheit, Play, Pause, Loop, Stopp. Pro Track habe ich hier diesen Mixer-Strip auf der linken Seite, wo ich einerseits da oben Eingänge dann einstellen kann. In dem Fall habe ich zwei Eingänge, links und rechts. Habe hier bereits Plugins vorbereitet, habe den Fader, an dem ich lauter und leiser drehen kann. Hier links und rechts für die Stereo-Einstellungen. Ja, habe ich was Wichtiges vergessen. Was mache ich, wenn ich was aufnehmen will? Relativ simpel. Einmal hier auf Rack klicken, da oben Rack generell einschalten und auf Play und das Ding nimmt schon auf. Auf jede einzelne Spur, je nachdem wie der Eingang schalten ist, beziehungsweise wie welche Spuren überhaupt Rack enabled sind. Und ich würde sagen, hören wir mal kurz rein, was ich da aufgenommen habe. Die Topologie besteht aus vier Endgeräten, die sich im gleichen IP-Netz befinden und über einen Switch miteinander verbunden sind. Auf dem Switch befindet sich keine spezifische Konfiguration, die Endgeräte sind bereits konfiguriert. Also ein Teil des Screencasts aufgenommen, ganz normal mit dem Laptop-Mikro. Finde ich persönlich jetzt nicht so toll von der Qualität her, würde eher mühsam finden, wenn ich sage, ich muss mir da 10 Minuten Video anschauen. Was kann man generell machen? Ich kann es verbessern. Die Topologie besteht aus vier Endgeräten, die sich im gleichen IP-Netz befinden und mit einem Switch miteinander verbunden sind. EQ vorbereitet. Auf dem Switch befindet sich keine spezifische Konfiguration. Die Endgeräte sind bereits konfiguriert. Ich hoffe, man kann den Unterschied hören. Die Topologie besteht aus vier Endgeräten, die sich im gleichen IP-Netz befinden und über einen Switch miteinander verbunden sind. Eingeschalten. Auf dem Switch befindet sich keine spezifische Konfiguration. Je nach Audioqualität des Audiosystems, was abgespielt wird, hört man diese Dinge besser oder schlechter. Ich habe versucht, ein bisschen diese Boxiness rauszunehmen, dieses Nasale, was im Regelfall passiert, wenn man das im Zuhause aufnimmt mit dem normalen Audio. Ich werde noch versuchen, das war der falsche, deswegen. So, try again. Auf der richtigen Spur. Die Topologie besteht aus vier Endgeräten, die sich im gleichen IP-Netz befinden und. Oh je. Epic Fail. Ja, hin und wieder stürzt Ado auch ab, das kann passieren. Ich liebe Live-Demos, das ist immer für einen Vortragenden mega spannend. Aber ein bisschen Nervenkitzel braucht man. So, versuchen wir es noch einmal. Die Topologie besteht aus vier Endgeräten, die sich im gleichen IP-Netz befinden. Also ich hoffe, jetzt haben wir einen Unterschied gehört. Switch miteinander verbunden sind. Auf dem Switch befindet sich keine spezifische Konfiguration. Die Endgeräte sind bereits konfiguriert. Also der Sound wird aus meiner Sicht etwas klarer. Es ist besser verständlich, obwohl man im Hintergrund immer noch einiges an Rauschen und Klicken hört. Und wenn ich das jetzt mittels Kompressor noch etwas verstärke, die Topologie besteht aus vier Endgeräten, die sich im gleichen IP-Netz befinden und über einen Hintergrund des Lüftergeräusch. Auf dem Switch befindet sich keine spezifische Konfiguration. Unangenehmes Rauschen, Pfeifen sind bereits konfiguriert. Jetzt hört man sehr schön, dass ich auch noch mit der Maus gefahren bin. Also man kann mit Ado einiges verbessern. Gerade bei solchen Aufnahmen durch den Equalizer, aber was man ganz klar sagen muss, Garbage in, Garbage out. Oder get it right at the source, gefällt mir sehr gut. Wenn ich es darum vergleiche, mit einem Kondensatormikrofon aufgenommen, in einer ein bisschen kontrollierten Umgebung, schaut, dass ich nicht zu viel Raumhall drauf habe, werden wir gleich hören, klingen die Dinge doch deutlich anders. Die Topologie besteht aus vier Endgeräten, die sich im gleichen also kein Rauschen mehr drauf, kein Lüfterpfeifen. Einen Switch miteinander verbunden sind. Auf dem Switch befindet sich keine spezifische Konfiguration.
Die Endgeräte sind bereits fertig konfiguriert. Finde ich einigermaßen angenehmer oder viel, viel angenehmer anzuhören. Und wenn ich jetzt noch Plugins draufschalte zur Verbesserung dieses Audios. Die Topologie besteht aus 4 Endgeräten, die sich im gleichen IP-Netz befinden und über einen Switch miteinander verbunden sind. Auf dem Switch befindet bin ich also in einer Audio-Variante gelandet, wo ich sage, da würde ich, wenn es ein YouTube-Video ist, nicht wegschalten, weil man dieses Lüfterpfeifen einfach so am Nerv geht. Da ist nämlich kein Lüfterpfeifen mehr. Es gibt kein Nasales drinnen, das ist eben durch den EQ rausgefiltert und durch den Kompressor eine konstantere Stimme noch geschaffen und finde ich dann sehr, sehr angenehm anzuhören. Ich hoffe, man hat den Unterschied hören können. Was ich jetzt in weiterer Folge mache, ist, nachdem es ein Screencast ist oder die Audiospur für einen Screencast, muss ich es noch exportieren. Wo haben wir? Export. Und da bietet mir Ado auch einiges an Möglichkeiten. Ich hoffe, man kann es am Beamer ein bisschen erkennen. Also FLAC, WAVE, OGG und so weiter, je nachdem, was man in weiterer Folge mit dieser Audio-Datei anstellen möchte. Was Ado ebenfalls bietet, wer es nutzen möchte, wir sehen hier Video öffnen. Also Ado bietet auch die Möglichkeit, dass man sagt, man hat irgendein Video aufgenommen, egal ob vom Handy mit der Kamera, dass man das Video direkt in Ado importiert, um dann vielleicht diese Audiospuren entsprechend vom Video noch zu bearbeiten, zu verbessern oder vielleicht Hintergrundmusik zu unterlegen und nebenbei noch in dem Audio, in dem Videomonitor auch tatsächlich sich das Video anzuschauen. Also wie das halt in einem professionellen Studio auch passiert. Also Equalizer zur Verbesserung von den Frequenzen. Dann haben wir den Kompressor für die Dynamik mit drinnen und dann gibt es noch den De-Esser, um dann die zwangsweise durch IQ und Kompressor passierenden Zischlaute ein bisschen rauszufiltern, dass das nicht mehr so scharf klingt. Damit ist das Audio verbessert und was im Regelfall dann noch fehlt, hier am Masterboost, das ist dann der, wo es wirklich auf die Hardware dann in weiterer Folge rausgeht, gibt es dann noch den Limiter, um auf einen guten Pegel zu kommen. Ich spüre es noch einmal ab, ich drehe nur ein bisschen leiser. Die Topologie besteht also, sobald man den dann aktiviert, die sich im gleichen IP-Netz befinden, merkt man, steigt dann die Lautstärke an, um wie gesagt auf einen guten, um auf einen guten Lautstärkepegel zu kommen, weil Sie kennen das wahrscheinlich ebenfalls. Man schaut sich das eine Video an, dreht den Fernseher auf plus 10 und beim nächsten auf wieder 3 runter, weil die Audio-Lautstärke so unterschiedlich ist. Es ist sehr, sehr unangenehm und mit dem Limiter kann man es dann auf ein definiertes Maß hinregeln. Gut. Soweit einmal ein Überblick, wie gehe ich mit meinen Screencasts um. Also exportiere das und im Caden Live, wozu es ja noch einen anderen Vortrag gibt, wird dann von mir noch das Audio mit dem Video gemischt und bearbeitet. Und das Zweite, was ich gerne herzeigen würde, ist noch eine Songproduktion. Ich muss nur einfach nur Ado stoppen. Hier umstellen auf 44.1, weil jetzt ist die Idee, eine reine Songproduktion zu machen. Damit 44.1, das ist das, was Wave verwendet. Und Ado wieder starten, beziehungsweise Check und da auf den anderen Track zu wechseln. So, also da ist, wie man sieht, ist schon einiges mehr los. Wer diese Spuren selber mixen will, kann ich nur sehr empfehlen. Es gibt auf der Seite homestudiocorner.com ein Blog, beziehungsweise macht der Kollege da immer sehr, sehr viel Mixing-Videos. Auch die Mix Together Series, die ich sehr, sehr cool finde. Da werden die Spuren zur Verfügung gestellt, also man kann sie dir selber downloaden.
und quasi mit ihm gemeinsam mixen oder auch in den eigenen Varianten, weil auch für mich war es sehr schwer, dass ich mal irgendein Projekt kriege mit Drums, Bassgitarre, zwei oder drei Gesängen und so weiter. Und kann man dann dafür downloaden. Ich habe genommen Fool's Gold von der Band Sunday Muse. Kann man, wie gesagt, frei downloaden, selbst mixen und verwenden. Und wie man sieht, einiges an Spuren mit drinnen. Was habe ich da noch gemacht? Ich kann diese Spuren zu Bussen gruppieren, was sehr cool ist. Schaut man das einmal. Und wenn ich dann sage, ich hätte eben gerne nur die Gitarren, sind meine ganzen Gitarren auf dem Bus gruppiert und kann dann ganz für diese Instrumentalgruppen einzeln regeln. Man sieht, ich habe hier den EQ bereits drauf, auf den einzelnen Spuren vielleicht nicht. Das heißt, man kann ein bisschen gruppieren und sehr einiges an Arbeit abnehmen. Wenn wir hier auf den Mixer noch umschalten, das ist dann das, diese klassische Mixer-Ansicht, was man wahrscheinlich kennt mit den vielen Reglern drinnen. Ja, sehr viele Spuren. Da gibt es jetzt eben diese ganzen Busse, Audiobusse mit den entsprechenden Plugins drauf. So, gehen wir wieder auf den Editor. Was ebenfalls sehr, sehr cool ist, ich kann Dinge automatisieren. Man sieht es hier in der Kurve, was passiert. An dieser Stelle ist diese Spur stereotechnisch in der Mitte meines Signals und in dieser Stelle hat man es hoffentlich gesehen, etwas nach rechts gerückt. Das heißt, ich kann diverse Dinge, sage mal, das Drehen von Reglern automatisieren, Lautstärken verändern, EQs einschalten, ausschalten, Effekte einschalten, ausschalten. Das Ganze macht mir das System automatisch. Die Idee bei diesem Song war, es beginnt mit einer Gesangsspur, die macht natürlich Sinn in der Mitte und wenn dann plötzlich beide kommen, die eine nach links, die andere nach rechts und dann gibt es ein sehr schönes Stereobild. Auch bei Effekten, Delay sehr, sehr gerne genutzt, dass man sagt, am Ende einer Strophe, die letzten beiden Wörter sollen im Delay noch ein bisschen nachhallen, dann kann man genauso mit Automatisierung sagen, jetzt ein und nach diesen beiden Wörtern wird es wieder abgeschalten. So, hören wir uns vielleicht noch kurz an, wie klingt dieser Song vollkommen ohne Plugins. So seize the need to be your bride for king or queen, having control, looking for the fool. Man merkt, es gibt bereits gutes Ausgangsmaterial. Und ich schalte dann um auf den Snapshot, wo die ganzen Plugins bereits aktiv sind, also sehr viel an Verbesserungen mit drinnen ist, an Effekten drauf. Also es klingt sehr, sehr ähnlich, aber wenn man genau hinhört, ein bisschen besser und ich sage, je nach Variante, beziehungsweise je nach Hardware-Equipment, das man für die Ausgabe zur Verfügung hat, hört man es manchmal mehr und manchmal natürlich auch weniger. Schauen wir uns vielleicht da noch kurz an, was habe ich auf den Gitarren getan. Wo haben wir sie? Also eine EQ-Kurve, wo man sehen kann, in diesem Bereich hat es sehr viele unangenehme Frequenzen gegeben, die einfach rausgefiltert worden sind. Und nachdem es ein Bus ist und wir mehrere Gitarren da drauf haben, Gitarre 1, Gitarre 2, Mandoline haben wir noch, wird dieser Effekt gleich für alle angewandt. Ja. Es ist, wie gesagt, am Anfang, für mich war das auch so, sehr viele Spuren und Einstellungen, die man tätigen kann. Was tue ich, was macht Sinn? Es ist ein bisschen herumprobieren, aber man kommt dann sehr schnell rein. Man muss also ein bisschen lernen, wie funktioniert das eigene, die eigene Umgebung, der eigene Raum, ein bisschen kennenlernen. Aber ist aus meiner Sicht was man relativ schnell heraus hat. Und ich glaube, das Wichtige zu erkennen ist einfach einmal, wie funktioniert diese Software zusammenhänge mit diesen Plugins und dem Check.
So, dann kommen wir noch einmal zurück. Auf die Präsentation. Wunderbar. Also im Screenshot hier das, was man vorher gesehen hat, aus dem Song heraus Fool's Gold von Sunday Muse mit Einstellungen drauf aus den Carve-Plugins und die Verschaltung von Jack. Ich kann es noch sehr empfehlen, egal für welche Audioproduktion, dass ihr das überlegt, Video, Podcasts, eigene Musikvideos, eigene Songs. Es funktioniert mit Ado sehr, sehr gut. Und ja, wir sind auf einer Open-Source-Veranstaltung, da brauche ich glaube ich nicht für Open-Source-Werbung machen, aber ich finde das Tool wirklich sehr, sehr ausgereift. Und ich habe mittlerweile einiges gemixt damit und bin wirklich sehr, sehr happy. Vielleicht überlegt ihr euch einen Open-Source-Mix selbst zu machen, vielleicht gefällt euch die Idee oder wahrscheinlich, deswegen seid ihr hier. Deswegen, wenn es Fragen gibt oder ihr sagt, ihr hättet gerne jemanden, der euch einmal so einen Mix zur Verfügung stellt, Kontaktdaten, also bitte einfach einmal melden bei Interesse. Ansonsten fürs Selbststudium kann ich sehr empfehlen, diese Links. AV Linux habe ich schon erwähnt, das ist die fixfertige Audiodistribution mit all diesen Dingen drinnen, bietet auch ein Drum-Kit, um selbst Drumspuren einspielen zu können. Sehr, sehr cool. Ado hat mittlerweile einen YouTube-Channel, ich glaube, es gibt zuerst 2 Videos drauf, aber das ist der offizielle Channel und wird mit Videos befüllt. Free-Audio-Plugins, die verschiedensten spezialisierten Dinge downzuladen. Home Studio Corner habe ich schon erwähnt, da gibt es auch den Song downzuladen. Joe Gilder macht sehr, sehr coole Videos über Mixing, über Recording. Also als Lernquelle finde ich sehr, sehr gut und man kann, sie sagt, 1:1 auf Ardour dann umwälzen. Recording Revolution, gleiches Prinzip, Videos über Audiobearbeitung, Aufnahme, Mixing, Musician on a Mission ebenfalls. Also das sind die drei, die ich mittlerweile sehr, sehr häufig angeschaut habe. Recording Blog ist der einzige, den ich kenne auf Deutsch, hat aber das gleiche Prinzip mit Ausbildung in diesem Bereich. Ja, und zuletzt Room Acoustics Analysis ist vielleicht auch für alle spannend, die eine Surround Sound Anlage zu Hause betreiben, ebenfalls natürlich Open Source Software, vermisst den Raum auf Resonanzen, Raummoden, wo man sagt, okay, in diesem Audio, diesem Frequenzbereich sollte ich vielleicht etwas tun. Wenn man so halt Dröhnen hat beim Videoschauen, kann das durchaus daraus resultieren und mit dieser Software kann man das sehr, sehr gut analysieren. Genauso, wenn man sagen will, man möchte sein eigenes Home Recording Studio einmal kennenlernen, wo welche Frequenzen aktiv sind. Vielleicht hat man immer das Gefühl, ich habe so viel Bass und wenn man es dann im Wohnzimmer oder im Auto anhört, denkt man, komisch, ich habe zu wenig Bass und es kann einfach daraus resultieren, dass eben die Resonanz im Raum etwas unangenehm ist oder ungut und mit der Software kann man es einmal visuell herausfinden. Gut, damit bin ich durch. Ich hoffe, ich habe es geschafft, zumindest einen Überblick zu geben, was man in Ado tun kann, wie es grundlegend funktioniert. Wie gesagt, Jack konfigurieren, auf Record klicken, aufnehmen, schauen, dass man eine gute Aufnahme zustande bringt vom Basismaterial aus, um dann mit Plugins auf einzelnen Spuren diese Aufnahme zu verbessern, exportieren und wo auch immer man dann dieses Audio verwendet, mit einzubinden bzw. hochzuladen. Wunderbar, wir haben glaube ich noch 1-2 Minuten, also wenn es Fragen gibt, bitte gerne. Haben wir ein Mikro? Da drüben. Setzen Sie auf Roadstar ein? Nein, also ich bin ausschließlich Ardour-User, habe es mir mal angeschaut, aber vielleicht war mein Einstieg direkt auf Ardour und bin dort sehr zufrieden hängen geblieben. Noch eine zweite Frage, wann binden Sie zum Beispiel ein Akai 25 Tasten Gerät ein in den Check?
Bevor Sie Ardour gestartet haben oder danach? Also bei all diesen Eingabegeräten ist es so, ich schließe es an den PC an, starte Check als erstes, weil das ist ja die zentrale Einheit. Der sagt mir, es gibt ein MIDI-Gerät oder diverse Audiogeräte, die halt Check erkennen kann und stellt das Software zur Verfügung. Was dann in weiterer Folge passiert, wenn ich Ardour starte, nehme zum Beispiel dann Synthesizer-Plugin und sage, als Eingang ist genau dieses Gerät, wo er dann diese Eingaben entgegennimmt, diese Tastenanschläge. Also es ist von der Konfiguration her wirklich angenehm, anstecken, Check, starten, fertig. Der Rest passiert eben dann in Ardour, einfach zu sagen, das ist der Eingang, von dem ich MIDI-Dinge lese. Die letzte, das ist, glaube ich, 5.12. Okay. Welche Ardour-Version verwendest du? Also die letzte, die zur Verfügung steht, das müsste 5.12 sein. Bin da einfach immer auf dem Release mit dabei, was Arch Linux gerade zur Verfügung stellt. Und noch eine Frage, hast du Ardour schon einmal finanziell unterstützt? Nein. Okay. Kann ich meinem Hobbybereich leider nicht leisten. Okay, dann Dankeschön und noch viel Spaß auf den Linux-Tagen in Graz.